Ein chronisches Schmerzsyndrom ist eine Erfahrung von Schmerzen, die anhält in dem Menschen, der sie erlebt, und für die es letztendlich zu dem Zeitpunkt, wo der Mensch den Schmerz erlebt, keine körperliche Grundlage mehr gibt, die behandelbar wäre, der Schmerz aber aufrechterhalten bleibt. Schmerzen werden dann chronisch, wenn das Signal, das gegeben wird in einer akuten Schmerzsituation, nicht mehr verlischt. Vielleicht könnte man sich das vorstellen wie bei einem Auto, wo eine Warnlampe anspringt und die leuchtet einfach weiter, obwohl das Auto in der Werkstatt war, geschaut haben, es ist nichts, was das Auto jetzt akut bedroht. Aber die Lampe leuchtet weiter. Bei uns Menschen ist es ein klein wenig anders. Es könnte sein, dass tatsächlich auch irgendeine Ursache aufrechterhalten bleibt. Normalerweise aber gewöhnt sich der Körper dann an diese Ursache, an das wenige Öl vielleicht, und lernt damit zu leben. Bei einer Schmerzerkrankung ist das nicht so, sondern da bleibt das Signal aktiv, die Lampe leuchtet immer weiter. Achtsamkeit kann mir helfen, zwischen dem akuten Schmerz und meiner inneren Antwort, meiner Alarmierung zu unterscheiden. Man könnte vielleicht sagen, Achtsamkeit heißt just say ouch, einfach ouch sagen, ohne in dieser Alarmierung zu bleiben. Und das bedeutet, dass ich wie eine Distanz gewinne zu dem Schmerz. Ich bin nicht der Schmerz, sondern ich schaue auf den Schmerz. Das ist kein leichter Weg. Aber die Forschung und die Erfahrung zeigt, gerade dann, wenn alle Möglichkeiten der Medizin ausgereizt sind, dann ist Achtsamkeit ein Weg, mit Schmerzen gut und selbstbestimmt leben zu lernen.